Herzlich willkommen, liebe Trompetenfreunde. Ich hoffe, es geht euch gut. Dieses Mal werden wir uns wieder mal mit der Shape-Up-Schule beschäftigen, und zwar mit der Übung 4 und 5. Diese Übungen können zeigen und können euch helfen, wie man die Luftaktivität und den Luftstrom optimieren und weiterhin aktivieren kann mittels Flatterzunge. Die Flatterzunge ist ein Weg, die Atmung noch etwas mehr voranzutreiben und auch gleichzeitig den Körper lockerer, entspannter und freier zu machen. Denn wenn wir sehr fest sind, ist es eigentlich unmöglich, eine schöne rollende und fließende Flatterzunge zu spielen. Die Flatterzunge kann man auf zwei Arten spielen, vorne, oder die das nicht können, können es hinten mit den Gaumen machen. Einfach ausprobieren, was funktioniert. Und wie gesagt, wenn die Flatterzunge nicht gut funktioniert, kommt das oft daher, dass ihr zu fest seid und hier, vor allem hier im Bauchbereich, zu angespannt. Versucht schön locker zu sein, sehr aktiv die Luft fließen lassen. Und ich denke, es wäre auch sicherlich gut, die Flatterzunge mal trocken zu üben, mal ohne Instrument und einfach mal versuchen, ja, ob ihr imstande seid, die Zunge mal sozusagen rollen zu lassen. Und wenn es vorne nicht funktioniert, dann versucht mal hinten mit den Gaumen. Beides ist gut. Die meisten, denke ich, werden die Flatterzunge vorne machen. Die Übung 4 ist eine Tonleiterübung, die in der Mittellage auf dem mittleren G anfängt, und wir spielen immer einen Ton weiter hinunter, einen Ton weiter hinauf. Wir spielen eine Phrase mit Flatterzunge und wiederholen die dann ohne Flatterzunge. Wichtig ist, wenn wir die Zunge von der Flatterposition wegnehmen, müssen wir darauf achten, dass die Luft genauso aktiv weiterfließt. Denn das ist der wichtige Punkt, dass die Flatterzunge Luftaktivität in den normalen Spiel, in der normalen Spielposition weitergeführt wird. Also die Flatterzunge zeigt uns, wie wir nachher in der normalen Spielposition die Luft weiterführen sollten. Ich zeige euch mal, wie das klingen sollte und wie man das machen kann. Ich versuche immer, die ganze Phrase in einem Atem zu spielen. Das heißt, dass ich jede Phrase, auch wenn die Phrasen länger werden, immer etwas schneller spiele, damit ich es in einem Atem schaffe. Wichtig ist, wie ich das auch in letzten Videos gesagt habe, dass die Luft immer geradeaus. Ihr könnt auch die Übung mal in der Richtung der Trompete als Luftübung spielen, ja, dass man mal dass man den Körper zeigt, was er machen soll. Thank you.
Es wäre sicherlich auch gut, diese Übung 4 auch mal auf dem Mundstück zu spielen und dann darauf zu achten, ob die Flatterzunge wirklich sehr regelmäßig und gleichmäßig klingt und ob die Intonation auch in Ordnung ist. Ja, versuch dann, wie gesagt, immer sehr gut zuzuhören. Intonation ist unglaublich wichtig, aber auch der Luftfluss muss sehr aktiv, aber auch gleichzeitig sehr locker sein. Wenn ihr auf dem Mundstück spielt, haben wir natürlich ein sehr kurzes Instrument. Versucht euch vorzustellen, dass mein Spiel und die Luft nicht hier aufhört, wo das Mundstück endet, aber eigentlich, dass es hier erst anfängt. Ja, die Idee ist, dass meine Luft und der Klang sich weiter fortsetzt und eher in diese Richtung ist, also nicht hier im Mundstück oder hier. Also versucht durch das Mundstück hindurch zu spielen und auch der Klang weg vom Mundstück zu spielen. Als nächstes machen wir Übung 5. Das ist eine Tonleiterübung, die anfängt mit einem gehaltenen Flatterzunge-Ton, damit die Luft die richtige Aktivität gezeigt wird. Und diese Aktivität sollten wir dann auch unbedingt fortsetzen, wenn wir in die normale Spielposition ändern. Ihr könnt, wenn ihr wollt, diesen ersten Takt Flatterzunge könnt ihr auch länger machen, ja, wenn ihr das Bedürfnis habt, den Flatterzunge-Ton etwas länger zu spielen, ja, überhaupt kein Problem. Wichtig ist in dieser Tonleiterfigur, dass die Luftaktivität immer nach vorne geht. Zeigt euch das auch mal trocken, ja, dass ihr nur mal, man kann es auch durch dem Instrument machen, folgendermaßen. Ja, dass ihr euch diesen Anfang mal zeigt, die Flatterzunge und dann die Luft, der Luftfluss ohne Flatterzunge. Und wenn ihr dann hinaufspielt, ja, dass die Luft immer nur geradeaus fließt. Ich zeige mal, wie das klingen kann, wenn ich diese Übung 5 spiele. Am Schluss jeder Phrase, jeder zweiten Phrase ist eine Entspannungsübung, da geht es runter im Pedalregister. Auch hier könnt ihr, wenn ihr wollt, diese Zeile etwas ruhiger, etwas langsamer spielen, etwas ausdehnen vom Tempo her, damit es vielleicht noch etwas mehr Nutzen hat. Ja, schaut mal, was euch da entgegenkommt und was ihr braucht. All right.
spiele diese Übung gerne in einer mezzo-forte, forte Lautstärke, weil ich denke, das hilft mir, diese gewünschte Atemaktivität wirklich umzusetzen. Ich bin überhaupt kein Fan von lautes Üben und ich bin der Meinung, dass sehr viele Blechbläser viel zu laut üben und deshalb auch Probleme haben mit dem Leisespielen. Aber diese Übung braucht Aktivität und braucht irgendwie so eine gewisse Lautstärke, damit das Sinn macht. Wie ihr hört, diese Entspannungsübung am Schluss, wenn ich so ganz runtergehe ins Pedalregister, ist ziemlich schwierig und es ist auch nicht das Ziel, das hundertprozentig perfekt zu spielen. Es ist vielmehr mal therapeutisch gedacht, dass man entspannen kann, bevor wir dann wieder hinaufgehen. Es ist die Entspannung, es ist eine Übung, die es an den Ansatz dann auch wieder locker macht und den Körper auch etwas befreit, bevor es dann wieder hinaufgeht. Versucht da, was ihr könnt, und was die Griffe angeht, probiert mal etwas aus, was euch am bequemsten ist. Es muss nicht unbedingt so sein, dass die Pedaltöne genau wie eine Oktave höher gegriffen werden sollten. Macht es da euch bequem und probiert aus, was am besten klingt, und einfach das dann spielen. Die Flatterzunge kann uns sehr helfen, auch in vielen anderen Situationen, wenn wir ein Stück spielen und wir spüren, dass die Luft fest ist und dass die Luft nicht fließt und der Klang nicht optimal ist, der Klang nicht strahlt, nicht resonant ist, dann können wir eigentlich viele Melodien, viele Übungen und viele Stücke, können wir mal ein paar Takte mit Flatterzunge spielen, bevor wir dann mit dem normalen Spielstil dann wieder weitergehen. Und es ist eine sehr unkomplizierte und sehr praxisbezogene Art, den Körper zu zeigen, was er machen soll. Statt darüber nachzudenken und viel zu analysieren, was es eigentlich manchmal noch schwieriger macht, weil wir zu viel nachdenken und der Körper dann irgendwie hängen bleibt in der Aktivität, wäre es viel besser, den Körper ganz direkt zu zeigen, was er machen soll. Und ich denke, die Flatterzunge ist da ein gutes Beispiel von dieser unkomplizierte und körperbezogene Strategie, einfach das umzusetzen, was der Körper uns zeigt. Das war's wieder für heute. Ich hoffe, dass ihr dabei bleibt, auch bei meinen nächsten Videos. Wenn ihr zufrieden seid mit meiner Videos, wäre ich froh, wenn ihr euch abonniert, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn ein nächstes Video kommt. Auch immer Kommentare oder Wünsche oder Bemerkungen, auch Kritik. Ja, meldet euch bei mir und ich werde sicherlich eure Bemerkungen und eure Wünsche und Bedürfnisse berücksichtigen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.